einen Film gemacht. Der Film heißt Kind, ist von der Projektklasse Wolke 7, den kann man auf YouTube finden. Und Kinder erzählen da, was für sie Schule ausmacht. Was ist wichtig in der Schule? Und wenn man sich das anschaut, 3-4 Minuten im Internet, dann... Ich habe die Rückmeldungen bekommen, wir haben jetzt fast 2000 Klicks innerhalb von ein paar Monaten bekommen. Und ich habe Rückmeldungen bekommen von der Lehrerschaft in ganz Österreich. Da entsteht Berührung. Das müssen wir herstellen. Das müssen wir bei Lehrern herstellen, das müssen wir bei Kindern herstellen. Wenn jeder berührt ist, dann kann man Leistung fordern, die viel, viel größer ist als das, was wir bis jetzt kennen. Das ist meine eindrucksvollste Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten 4 Jahren. Ja, große Herausforderungen eben auch durch meine Klasse. Ich habe eine Klasse mit 100% Seiteneinsteigern betreiben dürfen. Und wir haben ein ganzes Jahr gut gearbeitet mit den Kindern und Jugendlichen und haben sie jetzt in Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich einer Sprachzertifizierung unterziehen dürfen. Das ist A1 und A2. Und so haben die Kinder zumindest außer einer Schulbesuchsbestätigung, weil Zeugnis gibt es für diese Jugendlichen noch nicht, aber sie haben jetzt wirklich einen Nachweis, auf welcher Stufe sie Deutsch sprechen. Und das finde ich, also die Kinder waren total motiviert und haben sich dann gefreut, ein Zertifikat in Händen zu halten. Was heuer noch neu eingeführt wurde und wirklich ganz toll angekommen ist, das ist die Talenteförderung, wo man doch besser als in unverbindlichen Übungen im Block, im Stundenblock Dinge oder Inhalte bewegen kann, durchführen kann, die sonst in der regulären Stundentafel nicht möglich sind, die Kindern enorm entgegenkommen. Gerade wenn ich zurückdenke, jetzt in der Theaterpädagogik, mit wie viel Begeisterung hier präsentiert worden ist, obwohl es gar keine Noten gibt, aber alleine, dass am Ende etwas präsentiert werden kann, das ganz toll ist, das macht schon Freude und das bewegt die Motivation der Schülerinnen und Schüler. Naja, für uns hat es einen ganz tollen Moment gegeben. Wir haben nämlich einen Schulpreis gewonnen zum Thema Lesen und haben den im Herbst überreicht bekommen. Und genau zu diesem Zeitpunkt hat bei uns auch das Lesefest stattgefunden. Das ist eigentlich so das Highlight an unserer Schule. Installiert eben auch nach den Kriterien der neuen Mittelschule, dass es Projektwochen an den Schulen gibt. Und da sind alle Schülerinnen und Schüler dabei, alle Lehrerinnen und Lehrer der Schule, also 250 Schülerinnen und Schüler, 32 Lehrerinnen und Lehrer und es kommen bis zu 1000 Eltern, um dieses Lesefest zu besuchen und anzuschauen, was ihre Kinder von Schulbeginn bis Mitte Oktober an unserer Schule schon gelernt haben und vorzuzeigen haben. Ein besonderes Highlight war sicher unser Schulabschluss heuer. Wir konnten eine Kollegin verabschieden und die das auch sehr mitgetragen hat. Und da war eigentlich dieses gute Klima der Schule so zu spüren. Es gab viele Tränen in den Augen und man hatte wirklich das Gefühl, Schule ist ein lebenswerter Ort. Da komme ich gerne her, da fühle ich mich wohl.